hat, wegen den hier so lange, bis er nicht mehr in der Luft schwebt. Hier unten sieht es vernünftig aus. Ja, das sieht gut aus hier. So, dann haben wir jetzt Energie noch. Und es geht schon wieder weiter bei Kerbal Space Program 2. Das letzte Mal haben wir diesen Satelliten hier in die Umlaufbahn gebracht und ich habe ihn jetzt im Steam nochmal in diese fast perfekte Umlaufbahn nochmal optimiert mit Hilfe von den RFS-Triebwerken. Wir sehen ja auch schön, die Lichter funktionieren jetzt, da ich neu geladen habe. Seht ihr die Positionslichter? Vorne und hinten anzeigen. Zumindest wenn ich mich auf einer Ebene bewegen würde und hier blinkt er auch schön. Die Solarpaneele richten natürlich schon auf die Sonne auf. Im Hintergrund sehen wir den Mond und sehen wir die kugelförmige Erde. Ich meine Kerbin, wobei auch die Erde eine Kugel ist. Wenn es euch übrigens gefällt, was ich hier mache, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert an meinen Kanal. Schaut auch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal rein oder auf Twitch vorbei. Wenn ihr mir dort folgt, seht ihr, wenn ich online gehe und könnt mir live zuschauen beim Spielen. So. Und dann würde ich mal sagen, nachdem wir diese Mission erfolgreich abgeschlossen haben, gehen wir mal zur Fahrzeugfabrik. Dann. Ich möchte nämlich einen etwas kräftigeren Satelliten bauen, den ich später in eine Umlaufbahn um Kerbal, also um die Sonne schicken möchte. Vielleicht mal sicherstellen, dass er richtig ausgerichtet ist. So. So, und wieder weg damit. Genau, das habe ich jetzt auch dieses SM-Modul genommen, also Small. Für meinen nächsten Satelliten. Und da bauen wir natürlich auch ein, wenn wir das schon machen, nehmen wir da auch ein Forschungsmodul natürlich mit. Ich glaube, wir brauchen ja einfach auch ein bisschen einen stärkeren Linearstabilisator. Klicke ich hier mal hier unten an. Dann hätte ich hier euch hier noch ein Forschungsmodul. Hier. Nein. Hier, ja. Hier, hier, genau. Können wir auch großzügig das große Forschungsmodul einfach mitnehmen. Diesen Satelliten hier. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch was elektrischen Strom. So, na, eine Antenne bräuchte man auch. Ich überlege, ob ich tatsächlich diese ziemlich leistungsstarke Antenne nehme. Wie ist denn der Unterschied hier? Reichweite. 36, die hat gleich maximale Reichweite. Millionen Meter ist das wahrscheinlich. Fallbar, es wurde gestaltet, um mögliche Anpassungen. Datentransmitter, alles. Im Alten gab es noch so eine Unterscheidung zwischen Relais-Antennen und so. Ich überlege, ob ich nicht einfach tatsächlich oben einen draufsetze. Aber ich kann auch das Forschungsmodul nicht setzen. Das geht auch das hier. Da könnte ich mir aber Abhilfe schaffen, meine ich. Wenn es eigentlich eine Triebwerksaufhängung ist. Gibt hier einen besseren Snap-Punkt als das Wissenschaftsmodul ab. Und an die kann ich dann diese Antenne kann ich dann da aufsetzen. Die Relais-Antenne. So. Die ist jetzt auch hier hübsch, eigentlich schon perfekt drauf. Gut, ja genau, so funktioniert das auch.
Dann haben wir die Antenne für den Satelliten dabei. Wobei ich die versenke, glaube ich. So. Ja, nicht ganz so weit. Gerade so weit. Ja, genau. Genau so weit versenken wir die Antenne. Dann müssen wir noch Energie mitnehmen. Elektrik. So. Ich bin noch am überlegen, ob ich einfach so große Solarmodule hier seitlich anklack. Die ist nicht aus. Wie sieht es mit denen hier aus? Ausgefahren. Das sieht doch größenmäßig also nicht ganz akzeptabel aus. Wie sehen die aus? Das könnte man eigentlich auch lassen. Ja, dann nehmen wir um die unterschiedliche Energieerzeugung. Leistung. Ah, der erzeugen mehr. Die erzeugt 1. Ja, dann nehmen wir trotzdem die. Weil ich will auch meine Wissenschaft, die ich da erzeuge, auch zurückschicken können. Dann schauen wir mal, wie sieht es entfaltbar aus. Sehr gut. Ja, das ist gut. So, dann brauchen wir noch ein bisschen elektrischen Strom mitnehmen. Den werde ich wahrscheinlich. Ich habe doch schon Ladebuchten, oder? Ja, Laderaum. Ah, wobei der Laderaum. Den setzt man dann wohl besser. Der hat kein Abschlussmodul, der Laderaum. Müssen wir wohl auch mal wieder so eins hier nehmen. Sorry, Leute. Ein bisschen Optimierungsbedarf wieder, sehe ich. So. Jetzt sieht es gut aus. Genau. Mach mich hier zwei Laderäume rein. Die öffnen wir und die dienen eigentlich nur dazu, dass wir unsere Elektrik mitnehmen können. So, dass wir hier ein Batteriestack bauen wir hier im Grunde einfach rein. Sehr gut. Nehme ich hier natürlich noch die Triebwerksaufhängung als Abschlussmodul. Module eigentlich. Ah, Radialverbindungspunkt gäbe es da. Nee, mir gefällt es so besser. So. Jetzt will ich mir die gerade auch noch mal angucken, wo ich dabei bin. Und Größe hier. Sieht eigentlich vernünftig aus, oder sieht es aus, als würde es hier in der Luft schweben? Sieht es aus, als würde es in der Luft schweben? Bedeutet, wegen den hier so lange, bis er nicht mehr in der Luft schwebt. Hier unten sieht es vernünftig aus. Ja, das sieht gut aus hier. So, dann haben wir jetzt Energie noch mitgenommen für unseren großen Satelliten. Können wir die hier mal zumachen? Bin mal gespannt, ob es mit der Antenne auch ausreicht. Sonst haben wir irgendein verschollenes Gerät produziert. Das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen, oder? Glaube schon. Den könnten wir eigentlich schon fast auf so hochkriegen, glaube ich. Will ich aber trotzdem was ausprobieren.
Wo war es denn? Mal gucken, so dekorationsmäßig. Ich hatte sich nichts dran machen wollen. Ah, genau. Ein Koppler. Hier ein Koppler. Dann bauen wir da oben noch eine Bugnase drauf. Rüber. Aerodynamik war die Bugnase. Die schützt dann erst einmal, dass hier beim Aufstieg. Da muss ich hier nämlich keinen dran machen. Gut. Dann speichern wir das doch mal. Nennen das Ding GD Start Ding Typ 2.1 einfacher tiefer vom Satellit. Einfach tief vom Satellit. Speichern. Überlege ich, ob ich dem trotzdem noch ein bisschen ein Triebwerk einfach tatsächlich mitgebe. Und ein bisschen Treibstoff. Form von diesen hier. Vier Stück. Mehrfachsymmetrie. Ja, okay, die muss ich dann natürlich. Frachtraum kann ich es nicht anbringen. Das heißt, ich würde sie dann hier anbringen wollen. Entsprechend versenken. Mit der mit zweifacher Symmetrie. Nochmal zwei. Keine Ahnung, wie. Das ist eigentlich auch schon fast eine Sonde, oder? Sollte man an die Beschreibung vielleicht anpassen. Ohne das hier bitte. So. Den setzen wir genauso rein. Ist dann unsere erste Sonde. Wie viel Delta V hat denn die Stufe dann? 1300. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt einfach gemacht habe. Die Überlegung ist vielleicht kann ich den Solarorbit hier anpassen, ob wir gleich ein bisschen rausfinden, wie viel Energie man so braucht, um Solarorbit anzupassen. Speichern. Ping. T2.1. Einfache Tiefraum. Sonde. Speichern. Das mit der Änderung muss ich mir nochmal nachdenken. So, und dann merchen wir das doch mal wieder. Unsere Frachtrakete vom Typ Amsel. Asse Name. Das ist sauber sortiert. Amsel 2.2 brauche ich eigentlich. Sie ist irgendwie verloren gegangen. Ach nee, ich hab's ja in Spatz 3.1 umbenannt. An Spatz 3.1 Frachttransport. So. Nehmen wir dem hier mal. Das hier ab. Jetzt nervt mich gerade. Baugruppensatzanker. Der Baugruppensatzanker ist bitte hier.
Jetzt kann ich das nämlich entfernen. Und jetzt muss ich nur meine Sonde wiederfinden. Öffnen. Jetzt kurz speichern. Öffnen. Dann die Ping 2.1 laden. Und dann den 3.1er, den wir hier brauchen, laden. Ah, nein! Laden. Zusammenführen will ich doch. Jetzt übersehe ich ihn schon wieder. So, jetzt müssen wir hier nur noch einen Koppel unten anbringen. Das Ganze hier mitnehmen. Baugruppensatzanker ist hier. Das wir löschen. Stattdessen nehmen wir den hier mit. Dann kommt hier oben noch mal einer drauf. Und hier oben kommt dann noch die Bugnase. So. Das ist alles schön aerodynamisch. Und jetzt müssen wir noch mal kurz prüfen. Eil. Ganz nach unten kommen die hier. Und die hier. Und die hier. Über die kommen die hier. Was macht das hier? Das ist ganz oben. Hier drüber müssten dann die kommen. Da drüber müssten dann die hier, dann das Triebwerk. Dann kommt das hier, das ist wie eine Entfaltung, und dann kommt das Absturz. Genau, und dann sehr gut. Okidoki. Und das war es wieder mit Kerbal Space Program 2 im 4 Science Update. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne in die anderen Videos hier rein oder bei mir auf Twitch vorbei. Wenn ihr mir dort folgt, seht ihr, wenn ich online gehe.